Der Abgeordnete Ale Stöger. Dazu jetzt Ale Stöger von der SPÖ. Danke, Herr Präsident, Herr Bundesminister, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, wir sind zu Mittag da, zu Mittag essen wir normal was und wir reden heute über jene Menschen, die die Grundprodukte für unser tägliches Essen produzieren. Und die haben nicht immer die besten Arbeitsbedingungen und ich kann den Abgeordneten, meinem Vorredner nur unterstützen. Es ist jetzt eine massive Verbesserung für diese Personengruppe eingeleitet worden. Wir vereinheitlichen das Landarbeitsrecht und das ist auch demokratiepolitisch und rechtspolitisch ein großer Schritt. Ein herzliches Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ministerium, der Hans Bender, die Ritzberger Moser, die haben in dem Team damit gearbeitet. Es war ein großes Projekt. Danke dafür. Danke auch bei den Regierungsparteien, dass sie in den letzten Minuten noch bereit waren, wichtige Punkte zu verändern, angesprochen der Kollektivvertrag. Wir werden weiterhin nicht wegschauen, wenn in dem Bereich etwas nicht passt. Daher bringe ich auch einen Abänderungsantrag ein, weil wir haben ein paar Punkte, wo man ein paar Sachen noch besser machen sollte. Zum Beispiel bei der Frage, wie geht man mit den Erntehelferinnen und Erntehelfern um, wenn es um die Sonderzahlungen geht. Das hat uns noch nie gefallen, deswegen bringe ich einen Abänderungsantrag ein. Wir sollten bei der Teilzeitarbeit und bei Überstunden in der Teilzeit die gleichen Rechte haben. Und wir haben auch noch ein Ersuchen, dass man im Bereich der Toiletten auf den Feldern hier eine Lösung trifft, gerade bei großen Gruppen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht auch um die Frage, wo ist die Abgrenzung von Gewerberecht bei den Arbeitgeberzusammenschlüssen. Wir schaffen eine neue Form der Kooperation, das ist gut. Eine ausdauernde Beschäftigung in der Landwirtschaft zu sichern, ist für alle gut, aber wir müssen das Gewerberecht auch einhalten. Und daher haben wir klar gesagt, es dürfen keine Einkaufs- und Verkaufsgenossenschaften Arbeitgeberzusammenschlüsse bilden und wir müssen da auf das Gewerberecht sehr achten. Ich bringe daher zwei Dinge noch ein. Diesen Abänderungsantrag, den ich angesprochen habe, zum Landarbeitsgesetz 2021, 734 der Beilagen der Abgeordneten aller Stöger-Genossinnen und Genossen. Ich bringe weiterhin einen gemeinsamen Entschließungsantrag der Abgeordneten Stöger-Zaritz, Magister Kotzer ein. Der Entschließungsantrag der Nationalrat wolle beschließen, der Bundesminister für Arbeit wird aufgefordert, die Sozialpartner damit zu beauftragen, dass im Zuge der zu erfassenden Arbeitsstätteverordnung für die Land- und Forstwirtschaft die zur Verfügungstellung von Trinkwassern auf den Feldern bei auswärtigen Arbeitsstätten durch den Arbeitgeber sichergestellt wird. Die Menschen in der Hitze brauchen was zu trinken, das sollte noch geregelt werden. Danke sehr.